Wie schön, dass du dich für das Kalligrafie-Set Rosie entschieden hast. Und es ist brandneu. Ich freue mich wie ein Kind darüber. Es ist so schön geworden. Und ich möchte dich jetzt in den nächsten 30 Minuten an die Hand nehmen, damit du nicht völlig verloren vor deinem neuen Kalligrafie-Set sitzt und genau weißt, wie wir vorgehen werden zusammen. Das heißt, du darfst alles jetzt auspacken. Ich hoffe, du bist bereit und wir machen gemeinsam Schritt für Schritt die ersten Schritte durch, damit du weißt, wie du jetzt zusammen mit mir üben kannst, genau, und auch alleine weiterhin. Dazu schalte ich einmal meinen Bildschirm frei, damit du sehen kannst, genau, was hier uns erwartet. Also, hier sind schon die Dinge aufgelistet, die dich im Paket erwarten. Und ich öffne das gemeinsam mit dir. Und hier haben wir einmal unsere Feder, die brauchen wir natürlich für den Kurs. Einmal eine schöne Postkarte, die du dir aufstellen kannst, zur Erinnerung, wie die Buchstabe gehe. Die brauchen wir jetzt zum Üben erstmal nicht. Dann haben wir einmal eine Pipette für sauberes Arbeiten. Die brauchen wir natürlich auch. Unser Gefäß noch leer. Und unsere schöne Tinte Rose von Schneider. Genau. So, wie gehen wir vor? Einmal müssen wir erstmal die Tinte umfüllen. Ich glaube, damit starten wir und unsere Feder vorbereiten. Und was sich auch empfiehlt, ist, dass du immer ein bisschen Zewa oder eine Serviette an deinem Arbeitsplatz hast, damit du nicht genau große Kleckse machst. Aber Kleckse gehören auch dazu. Wenn wir jetzt unsere Tinte umfüllen, also das Glas muss nicht geschüttelt werden, das ist bei Tusche noch mal ein bisschen anders. Dann füllen wir die Tinte schön großzügig auf. Denn zu wenig, das sehe ich oft in meinen Kursen, zu wenig bringt dich dann nachher nur ja, dazu, dass zu wenig auch auf der Feder drauf ist. Ihr könnt es auch wieder später zurückfüllen, aber ich mache das Gefäß schön voll. So, deswegen war es auch verschließbar. Dann kann man das auch hier drin lassen. Aber ihr seht, ich habe es fast bis zum Rand. Ich kann es jetzt nicht kippen. Aber vielleicht sieht man es hier in der anderen Kamera. Ich habe es fast ganz voll gemacht und stelle es jetzt mir hier an die Seite. Leg alles weg. Im nächsten Schritt brauchst du deine Feder. Ich hoffe, ich habe noch saubere Hände. Also wenn ihr Kleckse habt, an den Fingern, das ist auch ganz normal. Die Feder haben wir hier schon eingesetzt für dich, damit du keine Probleme hast beim einsetzen, damit du schon mal weißt, wie das funktioniert. Na, gut verklebt. Das will ich auch halten. So. Die Feder auch zukünftig gehört nicht in die Mitte eingespannt, sondern immer außen in den Ring und soll richtig fest sitzen. Die Rose kann man ruhig noch sehen, die da drauf ist. Es ist auch eine Rosenfeder, aber genau, man braucht natürlich einfach einen sicheren Halt. Und ihr seht, diese Feder sitzt richtig gut. Jetzt haben wir aber die Feder angefasst und die Feder ist auch für den Verkauf mit Öl poliert. Das ist übrigens eine Spitzfeder. Ihr könnt das daran erkennen, dass sie ganz spitz zuläuft und überhaupt vorne keine Manipulation hat, also kein Kugelkopf oder keine Verbiegung. Und diese Beschichtung, diese Ölschicht auf eurer Feder macht es jetzt total schwer, dass die Tinte da haftet. Deswegen holt ihr euch ein Feuerzeug und flammt nur zum allerersten Mal. Das macht man dann, wenn genau eine Feder ganz neu ist. Also nicht im täglichen Gebrauch, sondern einmal brennt ihr jetzt, so ich hoffe, ich brenne die Kamera nicht an, brennt ihr jetzt die Feder oben und unten an, sodass das Öl verdampft. Dann färbt sie sich auch ein bisschen schwarz wegen Ruß. Das ist auch gar nicht schlimm. Und jetzt fassen wir auch nicht mehr hin, damit einfach kein Öl dran ist. Das heißt, wir haben die Feder vorbereitet. Wir haben unsere Tinte, sind eigentlich startklar. Machen wir jetzt hier nochmal mein Tuch fertig. So ein Kleckstuch ist nie verkehrt zu haben. Genau. So, jetzt haben wir hier unsere Rolle. Unsere Butterbrotpapierrolle. Und wie arbeitet man damit? Auch deswegen war mir wichtig, dass ich dieses Video mache, damit ihr einfach seht, hallo, wie hat sie sich das eigentlich gedacht? Also zuerst einmal machen wir hier den Sticker weg.
Ich nehme jetzt hier mal eine Feder. Da guckt jetzt keiner zu. Ihr könnt auch ein Messer nehmen, aber ich habe hier oben kein Messer. Na, klappt das? Nicht wirklich. Pinsel. Wenn ihr das erste Stück kaputt macht, ist das auch egal. Das ist halt, wenn man es gut verkleben möchte. Wie kriegen wir damit schöne Blätter hin? Also zuerst einmal, wir brauchen ja immer kleine Stücke davon. Ihr knickt euch das einmal an der Stelle, wo ihr es reißen möchtet und könnt dann eine viel klarere Kante reißen. Das muss auch nicht wunderschön sein. Man kann es auch mit dem Messer abschneiden oder mit der Schere. Machen jetzt noch mal ein Stück in der DIN A4-Seite ungefähr groß. Einmal vorne und einmal hinten falten. Dann müsste das richtig gut klappen. Ja. Wir haben jetzt ein Stück von unserem Papier. Und dieses Papier nutzen wir jetzt zum Üben. Manch einer lässt auch dieses Butterbrotpapier am Stück und hat dann mit Washi-Tape sich immer das fixiert. Auf seinem Schreibtischuntergrund zum Beispiel, dass es nicht hin und her rutscht. Mir ist nämlich wichtig, dass ihr auf einem ganz normalen Papier eure Unterlagen ausdrucken könnt, also eure Vorlagen, die es ja auch mit dazu gab, eure Übungsunterlagen. Und da müsst ihr euch jetzt keinen Kopfweh machen, ob das ein gutes Papier ist oder nicht, sondern ihr achtet einfach darauf, dass ihr es ausdruckt in Originalgröße. Das ist wichtig, nicht verkleinern. Und dann legt ihr das runter und das Übungspapier drüber. Wer sagt, na, das ist mir alles zu wackelig, er möchte es lieber noch einschlagen, der kann das tun, entweder an der Seite oder unten. Hier könnte man es jetzt zum Beispiel auch noch fixieren mit ein bisschen Washi-Tape. Ich habe hier jetzt zum Beispiel diese unschöne Kante hier fixiert, dann rutscht die nicht weg. Und hier kann ich es auch nochmal fixieren. Und jetzt seht ihr, dass das gute Papier, das Butterbrotpapier drüber ist und eure Übungsvorlagen sind unten drunter und alles ist halbtransparent. Das heißt, ihr könnt nachher loslegen zum Üben. Das ist die Variante, die total gut funktioniert, auch für meine Schüler im Online-Kurs, wo wir 8 Wochen lang üben, üben, üben. Und da war natürlich wichtig, dass man auch ein Papier findet, das ja, preiswert ist und immer wieder ja, zur Verfügung steht. Jetzt sind natürlich bei diesen Übungen ganz viele verschiedene aufgelistet. Wo fangen wir an? Eins möchte ich sagen, bevor ihr ins Alphabet geht, überspringt diese Übungen nicht. Je besser ihr seid nachher im Kurvenmachen, also hier unten seht ihr das zum Beispiel in diesen Kurven, je besser ihr hierin seid, desto besser gelingen euch nachher auch Buchstaben mit Kurven. Das ist ja eigentlich selbsterklärend, nur wir sind so gestrickt, dass wir immer gerne vorausspringen. Und in meinen Kursen, auch in Hamburg im Moblerhaus, verbringen wir so viel Zeit mit diesen Grundübungen und das nicht ohne Grund. Wir gehen jetzt zusammen einige Übungen durch. Nicht alle, das wird aus Zeitgründen nicht reichen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel am Start eintauche, merkt ihr zum Beispiel, dass ich beim ersten Mal schön tief eintauche und am Rand einmal die überschüssige Tinte abstreife. Und mit dieser Tinte testen wir jetzt erstmal, ob überhaupt Punkte rauskommen. Zur Haltung ist auch einiges zu sagen. Also was nicht funktioniert, sind solche Klammergriffe oder wenn es zu weit hinten gehalten wird, auch zu steil wird nicht funktionieren, sondern ich halte die Feder zwischen Daumen und Mittelfinger und der Zeigefinger liegt oben drauf. Auch das Blatt Papier darf ruhig angeschrägt werden. Also so wäre es gerade vor mir, aber das ist sehr unnatürlich zum Schreiben. Ich bin Rechtshänder. Ihr dürft bequem den Arm ablegen und in der Verlängerung des Unterarms und der Feder, alles ist parallel, Papier
Feder, Unterarm, positioniert ihr eure Hand auf dem Papier. Und jetzt kommt das Besondere, ihr haltet nicht die Feder wie ein Stift. Und das ist ganz wesentlich, damit das nachher auch funktioniert bei den dickeren Strichen, sondern ihr haltet sie nach oben ausgerichtet. Die Feder zeigt nach oben. Hier habt ihr auch immer Erinnerungen. Und die sind sehr wichtig. Erinnerungen, wie die Feder positioniert wird, damit diese Übungen hinbekommen werden. Wenn es weiter unten eben eine andere Federhaltung gibt, die dann in diese Richtung zeigt, deswegen gibt es übrigens auch Oblikhalter, wo die Feder dann in die Richtung zeigt, weil beim kursiven Schreiben ist das eben häufig, dann zeigt auch die Federspitze in die Richtung und auch nicht gedreht, sondern beide Füßchen berühren mit gleichem Druck das Papier. Diesen Halter braucht ihr aber nicht. Man kann auch alle Übungen mit einem geraden Halter machen. Nur das nochmal auch als Hinweis, warum hier so Bilder sind von so kleinen Federn. Also wir starten, wir tauchen ein, streifen ab und dann machen wir erstmal einen Test, ob unsere Feder funktioniert. Denn wenn kleine Punkte rauskommen, dann ist die Feder ganz und sie kann einen Bezug zur Oberfläche herstellen. Genau. In der nächsten Übung machen wir kleine Kommas. Also ich mache jetzt nicht die ganze Reihe voll, damit wir das einfach gut hinkriegen. Ihr setzt an, rührt ein bisschen drin rum und fahrt hauchdünn ohne Druck euer Komma runter. Nochmal, ihr setzt an, rührt ein bisschen drin rum und fahrt hauchdünn eine Haarlinie raus. Das Papier ist jetzt natürlich so glatt. Also es ist super stark beschichtet, damit eben keine Butter durchdringt. Das Papier ist so glatt, dass man manchmal das Gefühl hat, es greift nicht richtig. Es wäre auf anderem Papier nochmal anders, aber dadurch saugt es auch eben gar nichts auf, was richtig gut ist zum Üben. Genau, also jedes Papier fühlt sich immer anders an. So. Dann folgen Übungen ohne Druck. Deswegen ist es auch noch erlaubt, die Feder gerade zu lassen. Bei diesen Übungen ohne Druck arbeiten wir, wie es das Wort auch schon sagt, ohne Druck. Das heißt, hauchdünn versuchen wir, so dünn wie möglich Linien zu erzeugen, die nach oben gehen. Deswegen auch immer der Pfeil, diese Richtung ist ganz wichtig. Denn alles, was nach oben geht, ob jetzt in der Kurve oder in einer anderen Bewegung, geht immer ohne Druck. Alles, was wir von unten nach oben ziehen, ist ohne Druck. Wir müssen auch manchmal bei diesem rutschigen Papier warten, bis sozusagen die Tinte greift. Wenn ihr merkt, ein Punkt wird platziert, aus diesem Punkt zieht ihr dann die Tinte hoch. Es ist nicht wie bei einem Bleistift, wo man ansetzt und alles funktioniert automatisch. Dann haben wir längere Striche, die sind natürlich. Mal hier hin. Nochmal ein bisschen schwieriger, denn die Strecke ist so lang. Und wie gehe ich da vor? Ich setze auch unten an und stoße ganz ruhig nach oben. Also ich setze hier unten an. Die Feder ist nach oben ausgerichtet. Sie dreht sich nicht oder ist auch nicht rotiert. Und aus diesem ganz kleinen Punkt ziehe ich hauchdünn meine Feder hoch und wiederhole das. Genau, auch diese Übung ist sehr, sehr gut. Ihr kommt zur Ruhe. Und das sind jetzt alles Übungen, die ohne Druck waren und erstmal noch, genau, so ein bisschen eure Handhabe schulen. Weiter geht's jetzt in dieser Übung. Und hier müssen wir ein bisschen Zeit verbringen, wenn ihr später schöne Buchstaben machen wollt. Denn wenn wir jetzt mit Druck arbeiten, ihr seht, die Feder ist immer noch nach oben ausgerichtet, wie im Bild. Der Pfeil zeigt nach unten. Dann müssen wir schauen, dass wir langsam arbeiten und in einer gewissen Abfolge. Ich mache euch mal diese Abfolge vor. Ich setze an, drück drauf, ziehe runter, schließ und heb ab. Das heißt, ich habe fünf Schritte, die ich Stück für Stück in meinem Kopf tue. Ich setze an, ich drück drauf, ich ziehe runter, ich schließ und ich heb ab. Ich mache es nochmal vor. Ich setze an, ich drücke drauf, ich ziehe runter, ich schließe und heb ab.
Und habe ich jetzt hier eine falsche Federhaltung. Ich zeige es euch mal andersrum. Hier greift die Tinte gerade schon gar nicht. Und ich kann sie auch nicht schön nach unten öffnen. Das funktioniert also nicht. Sondern ich drücke drauf, die Feder muss nach oben zeigen. Ziehe runter, schließe und heb ab. Drei Fehler, die mir eben ganz oft auffallen bei Schülern, die sich keine Zeit nehmen für saubere Linie. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man keine saubere Linie macht, wird es auch kein sauberes Ergebnis im Alphabet später. Einmal ist es, dass man zu schnell startet, das mit dem Druck ernst nimmt, aber keinen sauberen Start und kein sauberes Ende habt. Ihr seht das. Ein weiterer Fehler ist, dass man zu viel Tinte drauf hat, zum Beispiel das Abstreichen fehlt. Und wenn dann noch die Feder zu steil gehalten wird, kommt oftmals zu viel raus. Das ist dann so ein richtiger Berg. Ihr seht es hier, das ist so bauchig, manchmal sogar noch mehr. Dann ist hier so ein richtiger Patzer. Genau, das kommt eben oft auch durchs zu steile Halten. Und der dritte Fehler ist, dass wir vielleicht ganz ordentlich starten, aber dann hinten raus so schwungvoll abheben, weil wir denken, boah, wir haben es geschafft. Und auch diesen Zacken hier unten, das wollen wir alles nicht haben. Mal hier Kreuze hin, damit ihr nicht denkt, das wären jetzt gute Ergebnisse. So, sondern noch einmal. Ansetzen, draufdrücken, runterziehen, schließen, heben. Ansetzen, draufdrücken, runterziehen, schließen, heben. Er war ein bisschen wackelig, aber sprechen und schreiben ist auch undankbar. Ansetzen, draufdrücken, runterziehen, schließen, heben. Genau, und je öfter ihr das übt, desto besser werden eure Striche. Und natürlich kann man jetzt auch so Verfeinerungen machen wie hier, wo man auch mal einfach übt, seine Feder zu kontrollieren, indem man sie wie so ausklingen lässt unten in der Spitze oder auch andersrum. Das schult einfach die Kontrolle über euer Schreibgerät, denn je mehr ihr die Feder kontrollieren könnt, desto schöner werden dann nachher natürlich auch die Buchstaben. Jetzt kommt was völlig Neues. Wir gehen jetzt in die Kursive. Und hier merke ich, dass das oftmals schwierig ist, dieses Verständnis, warum muss ich das jetzt so kompliziert halten? Wem das hilft, der kann das Blatt noch mal mehr drehen, sodass jetzt alles gerade vor einem liegt. Also vor mir ist jetzt die Feder ganz gerade und das Blatt Papier habe ich so weit gedreht, dass diese Striche eigentlich gerade zu mir an meinen Bauchnabel runter zeigen. Dann kann ich sie auch wieder eigentlich ganz bequem zu mir herziehen. Ich setze an, drücke drauf und ziehe runter. Und die Feder ist jetzt eben ausgerichtet in dem Winkel, den ich schreiben möchte. Denn die Füßchen müssen einfach vom Verständnis her gleichmäßig belastet sein. Sobald die sich drehen, können die nicht sich schön öffnen. Und das ist ein ganz großes Geheimnis, wie es gelingen kann oder was auch eben Probleme macht, wenn man das nicht beachtet. Ihr seht auch, wie langsam ich die einzelnen Striche ziehe. Ansetzen, runterziehen, schließen, abheben. Genau. So geht ihr bei den einfachen Strichen vor. Und den Winkel kann man natürlich noch erweitern und das Blatt noch mehr drehen. Das hilft mir dann hier eben auch wieder, selbst bei so großen, langen Strichen, die kursiv sind. Und um euch da so ein Verständnis zu geben, das könnte zum Beispiel ein A sein, damit ihr mal versteht, wie später gearbeitet wird. Genau. Hier ist das jetzt so rein gesprungen. Das wollte ich eigentlich verhindern mit dem Überspringen. Ich mache es nochmal vor. Also, wenn das jetzt der lange Abstrich wäre. Aber wir haben nachher eben auch noch einen kleinen Teil Buchstaben. Dann springt man hier rein, damit man eben genau diesen Effekt nicht hat, dass es so ineinander fließt. Das ist eben kein schönes Ergebnis. Und an der anderen Seite wieder raus. Dann habt ihr ein sauberes Ergebnis erzeugt. So kann man später dann eben kursive Schriften schreiben. Man fängt aber immer mit der dünnen Seite an, aber dass ihr nur mal verstanden habt, dass diese Linien alle einen Sinn haben. Genauso diese Zickzack-Übung, die überspringe ich jetzt. Hier ist wichtig, dass da, wo der dicke Abstrich ist,
auch die Feder ausgerichtet ist. Also sie darf hier bei der Übung nach oben zeigen. Ich mache es vielleicht doch einmal vor. Ich starte hier kursiv hoch. Man kann auch immer Pause machen in jeder Zacke und ziehe nach unten. Genau. Bei der Diagonalen ist wieder nicht ganz so wichtig, wie sie ausgerichtet ist, aber beim Strich nach unten lasse ich mir viel Zeit. Jetzt bei den Kurven wird es ein bisschen tricky, aber Buchstaben bestehen eben aus Kurven. Das heißt, wir können das Thema nicht überspringen. Und hier merke ich mir, wie bei einer Uhr, folgende Uhrzeit. Und zwar, wenn das hier eine Uhr wäre, ist hier unten die Uhrzeit 7 Uhr. Und da baue ich dann den Druck ab. Das heißt, man startet auf der linken Seite mit dem dicken Teil. Ich setze an, drück drauf, ziehe runter. Lass mit dem Druck nach und fahre hauchdünn mit der Feder nach oben. Noch einmal. Ich setze an. Zieh runter. Lass mit dem Druck nach und fahre hauchdünn nach oben. Genau, und so wiederhole ich das, bis meine Hand dann ganz ruhig ist und die Form immer und immer wieder tun kann. Und es empfiehlt sich eigentlich als Übungseinheit, wenn ihr überlegt, wie könnt ihr vorgehen, ein ganzes Blatt nur mit diesen Bögen zu machen. Also eine Reihe reicht eigentlich gar nicht. Und wenn ihr eure Rolle auch gut bespielen wollt, immer wieder neu üben wollt, macht eine Übung das ganze Blatt lang. Ich sag euch, am Ende seid ihr richtig gut und toll gewappnet fürs Alphabet. Genau. Andersrum ist die Uhrzeit 1 Uhr. Genau, hier starte ich dünn. Die Feder ist hier wieder eben gerade ausgerichtet, weil der dicke Abstrich, der das eben vorgibt, wie man seine Feder positioniert, der ist eben auch wieder gerade. Und ich starte hier unten, stoße hoch ohne Druck und baue den Druck auf, ziehe runter, schließe und hebe ab. Genau. Was wir eben nicht sehen wollen durch eine falsche Haltung, dass hier schon der Druck zum Beispiel gestartet wird. Das wäre eben jetzt kein schönes Ergebnis. Genauso, wenn ich die Feder falsch halte, möchte sie sich hier unten öffnen. Also auch so ein Ergebnis ist eben nicht schön. Genau, im Scheitel ist der zu unsauber. Dann haben wir weiter oben unten noch solche Übungen, die uns helfen, unsere Buchstaben elegant zu bekommen. Ich kann euch das mal ganz kurz vormachen mit einem Bleistift, wenn ich hier einen hätte. Habe ich nicht. Ich mache es mit der Feder vor. Das sind hier Wippen oder Wellen. Ich mache es euch mal einem kleinen Beispiel vor. Wenn ich diese Wippe in Buchstaben einbaue, wie zum Beispiel in einem kleinen E, dann sorge ich später für eine sehr saubere Schrift, weil egal, ob ich jetzt von unten komme oder von oben ankomme, das E in seinem Innenraum immer gleich aussieht. Ich zeige es euch mal, wenn ich zum Beispiel ein A schreibe und dann ein E und dann ein O und dann nochmal ein E. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Dann sind diese Innenräume identisch. Und das sorgt dann nachher für Schönheit im Text, weil das Auge nicht auf einmal so ein E hat und dann so eins. Also wenn man von oben kommt, sieht es eben meistens so aus. Genau. Deswegen, ja, diese Brücke, die man hier einbaut oder diese Wippe, und die hilft dann nachher, das Ergebnis zu verschönern. So, wir haben ganz zum Schluss dieser Startübungen noch die Ovalen. Die sind gar nicht leicht. Man will immer das perfekte Ergebnis. Ich weiß es, ich fühle es. Aber bei diesen Ovalen, genau, hilft einfach die Wiederholung. Immer und immer wieder machen. Ihr startet hier drüben bei 2 Uhr, geht ohne Druck drüber, baut bei 11 Uhr den Druck auf, lasst bei 7 Uhr den Druck nach. Und schließt die Ovale. Wer mag, kann auch so ein kleines Häkchen dran setzen. Genau, nochmal zur Verdeutlichung. Hier bei 11 Uhr wird der Druck aufgebaut. Und bei 7 Uhr wird der Druck nachgelassen, sodass im Scheitel oben und unten die maximale Dünne
erreicht ist. Also eine ganz dünne, feine Linie, da kriegt ihr schöne Ergebnisse. Das sind die Grundlagen, die sind total wertvoll, um später im Alphabet eben zurechtzukommen. Ich mache jetzt nochmal ein Blatt mit Alphabet und dann zeige ich, wie ich da üben würde. Aber wir kopieren einfach unser System. Beim Alphabet ist eben auch wichtig, dass ihr es unbedingt in der Originalgröße ausdruckt. Das habe ich aus einem guten Grund in der Größe gemacht, weil es eben für eure Feder optimal ist. Also so klein zu schreiben wie auf der Postkarte würde eben mit dieser Feder nicht funktionieren. Es gibt ganz, ganz feine Federn, die das können, aber mit dieser Feder eben nicht. Was ihr tun könnt, ist hier auch einmal das Papier fixieren. Wenn euch das hilft, macht da oben und unten ein bisschen Washi-Tape ran. Das Schöne ist, das Butterbrotpapier ist nicht ganz so groß wie eine A4-Seite. Das heißt, ihr könnt oben und unten einen Streifen festkleben. Genau. Den vergesst nicht. Das sind wirklich erstmal nur Übungen. Machen wir hier noch einen hin. Und das muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Jetzt bin ich wieder startklar. Und hier am besten wäre natürlich, ihr macht ein ganzes Blatt nur voller kleiner A's. Das als Hinweis, wie man auch so eine Rolle schnell vollkriegen kann, indem ihr zum Beispiel ein Buchstabe erstmal nehmt für die ganze Seite, den immer wieder wiederholt. Ihr habt ja auch ein leeres Linienblatt in euren Vorlagen. Da könnt ihr mit Bleistift zum Beispiel als Unterlage euch die Vorlage erstmal machen. Dann habt ihr es schon mal von der Hand mit Bleistift geübt und dann mit der Feder oben drüber nachfahren. Ich werde jetzt nicht die ganzen Buchstaben des Alphabets machen, aber wichtig ist, wir haben jetzt hier eine kursive Schrift, dass eure Feder auf jeden Fall in diese Richtung des Winkels zeigt. Wem das hilft, der kann sich mit Bleistift oder einem anderen Stift auch hier eine Notiz machen, eine visuelle, dass hier drin in die Richtung die Feder zeigt. Sonst vergisst man das. Man ist so konzentriert und soll auf so viele Dinge achten. Und das Papier habe ich jetzt auch wieder so gedreht, dass dieser Winkelstrich zu meinem Bauchnabel führt. Also dass das Papier 45 Grad gedreht ist. Und dann habe ich nämlich auch nicht so die Verrenkung in meiner Hand. Also ich starte hier mit dem Aufstrich, der nicht bis ganz hoch geht. Ich glaube, man sieht es, oder? Dann gehe ich hier drüben, wie vorher bei unseren Ovalen, einmal meine Ovale nach. Kann wieder Pause machen. Ihr seht, ich mache das nicht in einem Guss. Und jetzt kommt der Strich, der dünn nach oben geführt wird. Also, ihr seht, es ist alles langsam und alles ohne Eile. Hier haben wir einen ganz langen Aufstrich beim großen A. Ich darf Pause machen und ziehe jetzt den Abstrich nach unten. Und auch hier gehe ich rein in meinen wässrigen Abstrich sozusagen und vollende den Schwung, ohne dass jetzt hier die Tinte gemein reinläuft. Dann haben wir beim kleinen B einmal diese Wippe, die wir vorher geübt haben. Das heißt, ich gehe bis hier an den Punkt, kann kurz pausieren. Und jetzt gehe ich dünn hier weiter hoch im Scheitel. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass die Feder in die Richtung zeigt, sonst wird es nichts. Wenn ich hier so ankomme, wird sie sich jetzt nicht gut öffnen. Ziehe ich nach unten mit Druck, lasse den Druck nach. Hier drücke ich noch mal ein bisschen drauf. Und dann habe ich das schön sauber umgesetzt. Jetzt beim großen B, das mache ich euch noch vor, haben wir einen Stamm. Das ist dieser Trägerbalken, also wenn das jetzt ein Haus wäre, macht man zuerst der Stamm, den Stamm und der ist so ein bisschen wie so eine kleine S-Kurve. Ihr seht ihn auch das. Man könnte ein ganzes Blatt lang nur diesen Stamm üben, weil der so wichtig ist. Und drumherum baue ich meine Bögen, baue Druck auf, lasse Druck nach, bin ganz dünn hier.
Wieder Baudruck auf und lass den Druck nach. So geht ihr jetzt Stück für Stück durchs Alphabet. Wer Buchstaben verbinden möchte, auch das ist natürlich ein ganzes Kapitel, dem empfehle ich hier unten drunter immer ein I dran zu setzen, zum Beispiel als erste Übung, so dass ihr bei den Buchstaben nicht nur einen schreibt, sondern ihr lernt schon die verschiedenen Buchstaben zu verknüpfen und ihr setzt dann immer an euren Buchstaben ein I. Zeig mal, wie das hier aussieht. Also dann gehe ich nämlich hier in meinen Konnektor rein. Das ist der Verbindestrich, der nicht bis ganz hoch geht. Und setze hier dann schon meinen nächsten Buchstaben dran. Und so übe ich auch schon Stück für Stück mit dieser Alphabetvorlage, wie das sich anfühlt, Buchstaben zu verbinden. Druck nach unten. Das könnt ihr natürlich auch mit anderen Buchstaben machen. Aber das I ist zum Beispiel erstmal ein leichter Buchstabe, der euch hilft. Genau, und so könntet ihr später hier auch das E ansetzen oder das A. Genau, ich mache hier mal noch das A, so eine Rundung, damit ihr einfach seht, wie man jetzt mit so zwei Buchstaben umgeht. Oder ich nehme mal das C, ich verbinde jetzt das D mit einem C, weil hier diese zwei Konnektoren sich ja jetzt treffen. Und ihr lasst die zwei Striche, diesen Strich und diesen Strich, verschmelzen zu einem. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Startet. Die Ovale. Zieht nach unten. Und da setze ich jetzt quasi nur noch den Schwung dran. Wieder raus und hier würde dann der nächste Buchstabe folgen, zum Beispiel das A. Und wenn ich jetzt ein E mache, dann gehe ich hier raus. Ihr seht, hier drüben ist das kleine E und verbinde auch diesen Konnektor mit diesem zu einem und gehe dann direkt hier raus. Also ihr seht, ihr könnt mit dieser Vorlage auch das Verbinden üben, indem ihr immer vor Augen habt, was dran ist. Und ich hoffe einfach, dass das euch hilft beim Üben, dass ihr Spaß habt daran. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Kalligraphie-Lerne, schreibt mir. Also wir haben in den letzten Jahren so viele Kurse gegeben. Ich selber bin nonstop in dem Thema drin. Ich wünsche mir einfach, dass du ganz viel Freude hast dabei. Und wenn dein erstes Wort vollendet ist, schick mir gerne ein Bild, verlinkt mich auf Instagram, damit ich sehen kann, was du damit machst. Und ich danke dir einfach dafür, dass du mich so treu unterstützt und wünsche mir, dass du sehr mutige Worte schreibst und in die Welt bringst, denn die Welt braucht es. Und ich danke dir jetzt an dieser Stelle und wünsche dir ganz viel Erfolg mit der Kalligraphie. Tschüss!